Gehen wir jetzt 7 Jahre, glaube ich, mit unglaublichem Erfolg gegangen sind, dann jetzt am Ende der Saison zu Ende ist. Das Einzige, was mich in diesen Momenten ein Stück weit auch tröstet, ist die Tatsache, dass unsere Freundschaft mit Sicherheit bestehen bleibt. Und mehr habe ich dazu eigentlich zu sagen. Ein emotionaler Moment an diesem für den BVB so traurigen Tag. Dass dieser Tag tatsächlich so schnell kommen würde, das hätte gerade aufgrund der emotionalen Nähe von Jürgen Klopp zum Verein wohl kaum einer gedacht. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich schwer das ist, wenn etwas so großartig ist wie das hier. Wenn man feststellt, dass man, und wie gesagt, nur auf die Zukunft bezogen, nicht auf die aktuelle Situation bezogen, nur auf die Zukunft bezogen, man sich einfach nicht mehr sicher ist, dass es richtig ist. Es ist das eine, das mit sich selber auszumalen, ist dann noch sagen zu müssen, das ist schon nochmal ein Schritt. Wenn man weiß, dass damit etwas zu Ende geht, wo man sich ehrlich gesagt so als Mensch gewünscht hätte, dass es das nicht tun muss. Doch Klopp ist sich in seiner Entscheidung sicher. Dieser Verein braucht eine Veränderung, um sich weiterentwickeln zu können. Solange ich hier bin, werden wir immer mit den vergangenen Erfolgen verglichen. Die Schritte, die wir gemacht haben in dieser Saison, waren nicht groß genug. Die waren immer so, dass es immer hieß, aber das war schon mal anders, der Fußball war schon mal anders, weil für Entwicklung brauchst du die Möglichkeit, kleine Schritte machen zu können. Und dazu muss ein großer Kopf weg. Und das ist in dem Fall mein. Was ehrenhaft klingt, sich selbst zu opfern, stellt den BVB aber zunächst vor große Probleme. Wie soll Dortmund auf die Schnelle gleichwertigen Ersatz finden für einen wie Jürgen Klopp? Vorerst gibt es dazu keine Auskunft. Die Tatsache, dass wir nichts über einen zweiten Nachfolger sagen, impliziert auch die Zeitplanung. Der scheidende Trainer strebt keine Auszeit an. Im Gegenteil, er signalisiert ziemlich deutlich, schon zur kommenden Saison für eine neue Herausforderung bereit zu sein. Es ist nicht so, dass ich müde wäre. Es tut mir leid, dass ich alle diese Ausrede bin ich aber nicht. Ich habe keinen Kontakt zum anderen Verein, ich habe nichts in der Hinterhand oder sonst was. Ich habe aber auch nicht geplant, ein Sabbatical zu machen. Noch allerdings ist Klopp für den Rest der Saison Dortmund-Trainer. Und in der verbleibenden Zeit hat er mit dem BVB noch einiges vor. Der letzte Traum, den ich habe, ist logischerweise eine fantastische Tabellenplatzierung, die beste, die wir rausholen können. Und noch einmal mit gutem Grund auf dem Lastwagen zum Börsenplatz zu fahren. Das wäre ziemlich nett. Auf mit oder ohne Abschiedstour um den Börsenplatz. Seit heute steht offiziell fest, Jürgen Klopp und Borussia Dortmund gehen zum Ende der Saison getrennte Wege.